So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Link's Awakening, wo wir heute den Maskentempel beenden werden und darüber hinaus noch ein paar andere Kleinigkeiten erledigen. Aber jetzt erst einmal, wie schon gesagt, der Maskentempel. Da sind wir jetzt wieder am Start, haben auch schon fast alles erledigt. Das, was wir jetzt noch machen wollen, ist hier diese Kiste zu kriegen. Es könnte immer noch sein, dass da noch ein kleiner Schlüssel drin ist, den wir brauchen auf dem Weg zum Bossraum. Und ich gehe auch irgendwie davon aus. So, darüber hinaus auch erstmal wieder mal sehen, wo müssen wir hingehen. Tja, hier und dorthin müssen wir gehen. Und nicht zu vergessen, wir brauchen wieder die Pfeile. Auch wenn ich mir eigentlich ziemlich sicher bin. Dass es doch noch eine andere Möglichkeit gab, diese Magier hier zu besiegen. Tja, ich will mich ja nicht beschweren. Es geht ja auch so. Okay. Wie war das jetzt hier noch? Gut, ich weiß es wieder. Wir müssen jetzt erstmal versuchen, den Schalter gleich umzu... Oh, verdammt nochmal. Falscher Knopf. Aber wie dem auch sei, wir müssen jetzt gleich erstmal versuchen, den Schalter umzulegen. Was, glaube ich, jetzt erstmal an der Stelle jetzt nicht so einfach ist, weil wir jetzt von der Stelle hier... ja, nirgendwo raufkommen. Andererseits, so schwierig war das doch jetzt eigentlich ja auch nicht. Einen weiteren Schalter. Gab's doch eigentlich hier irgendwo. Okay, das dürfte ja schon reichen. Das dürfte ja im Allgemeinen jetzt eigentlich reichen, um zum letzten Oh, warte mal. Sag mir jetzt eigentlich nicht, das Ganze ist jetzt resettet. Nein, ist es zum Glück nicht. Das ist jetzt fies gewesen. Du hast einen geheimnisvollen Balsam erhalten. Aber du hast schon einen, also legst du ihn hier wieder zurück. Oh, so ein Mist aber auch. Verschwendung hoch 10, das Ganze jetzt. Okay.
So ein Mist. Verschwendung hoch 10 war das Ganze. Aber wo war jetzt bitteschön der Raum? Also die Verbindung zum Bossraum. Okay, ich bin ein bisschen überfragt mal wieder. Wo genau war jetzt hier die Verbindung gewesen? Okay, wo war jetzt die Verbindung? Ein großes Problem jetzt, dass ich nicht so genau weiß... dass ich jetzt nicht so genau weiß, wo jetzt der Weg war. Okay, das scheint jetzt der richtige zu sein. Okay, das war ein einfacher Türöffner jetzt. Okay, okay, okay. So weit, so gut, so weit, so gut. Wir haben den Balsam, wir haben unsere Feen im Glas noch, wir haben massig Bomben, wir haben auch unsere Herzen. Hey, soll ich dir einen Tipp geben? Alles gut, bewirf mich auf keinen Fall mit. Hoppla, jetzt hätte ich's fast verraten, hey. Okay, ich glaube, Dämonenfratze, ich glaube, dich sollte man mit Bomben besiegen. Das war gut. Hör mir gut zu. Sollte der alte Windfisch jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du alles, auch du? Ob mich das an der Stelle jetzt noch stören wird? Nein! Jetzt haben wir auf jeden Fall einen weiteren Herzcontainer. Und darüber hinaus auch die Triangel. Du hast die Korallentriangel erhalten.
Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Tja, Zeit für eine Wandertour. Juhu, die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und könnten die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Geh nun zum Bergturm, fliege wie ein Vogel. Ja, vor allem sollten wir jetzt nochmal kurz einen Weg zurückgehen. Denn ich habe dann erstmal auch herausgefunden, dass ich nicht so ganz verkehrt war mit der Perlenkette und der nächsten Statue. Es war ja nämlich so gewesen, ich habe dahingehend lieber mal nachgeguckt. Und ja, dazu gibt es eine Geschichte, weil das ist ja hier die zensierte Fassung der Tauschgeschäfte. Beziehungsweise mit der Perlenkette. Im Original war es ein Bikini. Tja, weshalb man das eigentlich unbedingt jetzt austauschen musste für dieses Spiel. Oder generell ist es auch für die Deluxe-Fassung von Link's Awakening. Gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall irgendwo hier in der Zwergenbucht. Da sollen wir jetzt die originale Nixe finden. Die originale Nixe, die für die Nixenstatue auf alle Fälle, tja, Modell stand. Irgendwo hier in der Bucht, da soll sie sein, ganz schön fein. Sucht ihre Perlenkette und nicht mehr ihren Bikini. Noch die Frage, bleibt der Sack hier bestehen? Wo genau war sie hier? Und wie konnte ich sie von Land aus übersehen eigentlich? Das ist ja meine Perlenkette. Hey, gib sie mir zurück. Da macht es ja, sag jetzt auch viel mehr Sinn, dass sie jetzt errötet. Wenn es im Original ein Bikini war. Na klar. Ich geb dir auch eine Schuppe von mir. Jo. Und? Versprich mir, dass du nur eine Schuppe nimmst. Aua, nur eine. Gut. Tja, die nächsten Schuppe. Der letzte Tauschgegenstand des Spieles. Tja, oh verdammt, wieder falsche Richtung. Aber ja, der letzte Tauschgegenstand. Dann nähern wir uns aber wirklich so langsam, aber sicher dem Ende an. Okay, das war jetzt wieder mal schockierend. Aber gut, die Nixenschuppe für die Nixenstatue. Du hast die fehlende Schuppe in die Nixenstatue gesteckt. Und der Weg offenbart sich zum letzten Gegenstand, den wir hier brauchen auf der Insel. Obwohl, eigentlich gibt es ja noch einen anderen Gegenstand. Hä? Aber jetzt brauchen wir vor allem erstmal die Lupe. Du hast die magische Lupe erhalten. Jetzt kannst du Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Wie zum Beispiel im Zoodorf oder am Strand. Da gibt es ja auch einige unsichtbare Charaktere. Und denen werden wir auf alle Fälle mal guten Tag sagen. Oh, und kaum sagt mitgekriegt, dass wir jetzt schon wieder über 860 Rubine hier haben. Ja.
Aber gut, je mehr Rubine... Willst du mich jetzt hier veralbern? So. Aber gut, je mehr Rubine, desto besser. So kann ich ja bloß sagen, ohne großartig jetzt zu verzagen. Dann haben wir sowieso noch hier ein paar weitere Gebiete ja sowieso noch zu erkunden. Um die Karte dann vollständig aufzudecken. Und vor allem dann ja sowieso gleich noch ein Weg, der sowieso noch wichtig für uns werden wird. Aber jetzt erst einmal offenbart sich uns, was auch immer hier drin sein mag. Achso, ein Fluss, Sora? Hey, siehst du mich etwa? Du musst eine Lupe haben. Ich will keinen Ärger machen, ich will nur meine Ruhe haben. Daher gibt's ein Muschelhorn. Eine Zaubermuschel. Versprochen ist versprochen, klar. Hey, du sollst zur Höhle am Turonga-Strand gehen. Da hilft dir dann, dort noch jemand zu finden. Dingenskirchen. Tja, meinetwegen. Ich wollte ja sowieso nochmal zum Möwendorf hin, weil wir noch neue Pfeile gebraucht haben. Ach, da fällt mir sowieso auch ein, wir müssen auch mal zu Boris hin. Dann kriegen wir, glaube ich, am Ende ja sowieso noch ein weiteres Herzteil. Aber jetzt erstmal unsere Pfeile. Wir haben ja sowieso schon ziemlich viele verbraucht. Tja, ein paar neue Bomben können wir auch gebrauchen. Und ja, damit haben wir jetzt erstmal das Wichtigste mal wieder voll gemacht. Wobei wir jetzt natürlich noch nicht... Ah, warte mal, die Lupe brauchen wir doch eigentlich auch hierfür, wenn ich mir recht entsinne. Das schwarze Buch. Die dunklen Geheimnisse von Kokolent. Das Buch lesen wirklich? Jawohl. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Das verstehe, wer will. Aufnahme mal kurzzeitig gespeichert. Viermal nach links, einmal nach oben, zweimal nach... Ich meine natürlich viermal nach rechts, einmal nach oben, zweimal nach links und einmal nach oben. Das verstehe, wer will. Wir verstehen es auf jeden Fall richtig. Der Weg, der einen vor einem liegt. Der finale Weg. So, und der Turonga-Stand, Strand. Hier sind wir natürlich richtig. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit gegen das, was du auf X oder Y gelegt hast. Drücke zum Tauschen X oder Y. Wenn du nicht tauschen möchtest, drücke B. Auch gut, wenn du ein Angebot. Hast du nichts anderes für mich? Zauberpulver ist also nicht zu gebrauchen. Gut gebongt. Du kannst jeder wiederkommen, wenn du dein Item zurückhaben willst. Ah. Für das, was du in der Hand hattest, hast du einen tollen Boomerang bekommen. Wisst ihr was? Ich versuche mal, die Schaufel loszuwerden.
Okay, ist egal. Wir haben auch so den Bogen wieder. Okay, bloß weiß ich jetzt nicht mehr so genau, für was war jetzt der Boomerang hier im Spiel überhaupt noch gut. Nein, ich weiß, wofür der gut ist. Ist ja ganz klar, um Gegner aus der Ferne auch wieder Sack zu stunnen. Um auch Sack wieder ein paar andere Sachen einzukassieren. Er kann auch dafür helfen, Herzen einzusammeln. Der magische Boomerang aus anderen Spielen wiederum war auch gut dafür, auch mal ein paar Kurven zu fliegen. Hierbei ist natürlich ja nicht gerade sehr von Belang. Aber für irgendwann später war, glaube ich, noch der Boomerang wichtig. Nicht nur ja der Enterhaken. Wenn man sagt, hier den Boomerang durch die magische Lupe ja kriegte, dann hat es ja auch noch irgendwas zu bedeuten gehabt. Weißt du wirklich nicht mehr wofür genau? Aber das wird sich ja noch zeigen. Auf jeden Fall an der Stelle hier braucht man den Enterhaken. Und dann musste man, glaube ich, den Schildern folgen. So, hier geht es los, dort lang. Also, hier geht es los, dort lang. Von dieser Seite kannst du es nicht lesen. Hier lang. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal versuchen, den ganzen Weg hier zu lösen. Nein, nein, nochmal zurück zum Start. Dort lang. Hier entlang. Hier lang. Hier lang.
Immer noch hier lang. Dort lang. Hier lang. Wieder hier lang. Und wieder dorthin. Dort lang. Hier lang. Zurück zum Start. Okay, wo habe ich mich jetzt eigentlich hier vertan? Okay, irgendwas mache ich jetzt hier noch wieder verkehrt. Dann wieder nach oben. Okay, das war doch jetzt unnötig fies gewesen, weshalb auch immer. Toll, du hast es geschafft, jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Okay, das hat jetzt wirklich ein bisschen zu viel Zeit genommen. What?
Quack, ich bin Rod, der Musikfrosch, aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet nur lächerliche 300 Rubine. Wie sieht's aus? Jo. Danke, vielen Dank. Wunderbares Publikum. Keine Zugaben, Quark. Tja, jetzt haben wir den Krötenrap gelernt. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter, selbst lieblose Gegenstände. Spitze die Melodie, wird sich manches in der Umgebung etwas lebendiger fühlen. Tja, gut zu wissen, gut zu wissen. Darf man nicht vermissen. Besonders ja auch nicht, wenn wir unseren Weg ins Gebirge jetzt haben. Da brauchen wir den Rap des Lebens ja sowieso. Und ohne große Umschweife werden wir diesen Rap des Lebens dann sowieso auch gleich mal einsetzen. Denn der ist ja wiederum mehr als notwendig, um hier weiter voranzukommen.